In diesem Video geht es um das Setzen von Auflagen und schließlich eine erste Berechnung des von uns erstellten analytischen Modells in Revit. Sie haben vielleicht die zwei vorherigen Videos gesehen, da haben wir dieses Modell hier erstellt und das analytische Modell angepasst. Wir haben uns mit Öffnungen befasst und diese Lasten darauf gebracht. Nun fehlen natürlich noch Auflager, sonst lässt es sich nicht berechnen. Als Auflager dienen in der Regel ja Fundamente und wir können auch durchaus mal ein paar Fundamente setzen. Wir gehen hier auf Ingenieurbau, Einzelfundamente, wählen einen Typ aus und sagen an Stützen, wählen wir hier aus, bestätigen das. Als nächstes brauchen wir noch ein paar Streifenfundamente. Nehmen wir auch hier entsprechend 70er Höhen, setzen die unter die Wände. So. Und ja, dann haben wir das erreicht, dass Fundamente da sind. Ja, es gibt leider aber einen kleinen Haken, weil die Fundamente in Revit keine Auflagebedingungen mit sich bringen. Wir können hier mal reinschauen. Also hier im Eigenschaftenfenster sehen wir nichts. Auch beim analytischen Modell des Fundaments sehen wir nichts. Ist leider so. Und deswegen wählen wir direkt mal wieder alle Fundamente aus. Hier alle 12 gesetzten. Okay, und dann sollten wir das Berechnungsmodell entsprechend auch deaktivieren, weil es bringt uns einfach gar nichts. Also hier bitte den Haken rausnehmen und dann sind die Fundamente natürlich physikalisch da, aber für das Rechenmodell, für das analytische Modell bringt uns das rein gar nichts. Wir brauchen trotzdem Auflager. Wie geht das? Wir gehen also wieder entsprechend in die Berechnung und finden hier die Auflagebedingungen. Es gibt Punktlager, Linienlager, Flächenlager und hier kann man den entsprechenden Zustand auswählen, also fest, gelenkig, vertikal oder benutzerdefiniert. Wenn wir hier mal ein festes Auflager beispielsweise auswählen und das hier hinsetzen, dann sehen Sie dort das entsprechende Symbol. Das kommt auch aus der Sophistic-Datei, wenn ich mich nicht irre, wenn wir das auf gelenkig umstellen. Dieses hier, dann sehen wir, dass sich das Symbol entsprechend ändert oder nur vertikal, dann haben wir so einen Rollschuh und so weiter. Also wir sagen, wir hätten gerne gelenkig hier, wollen noch weitere natürlich setzen. Auflagebedingungen, Punkt, gelenkig, hier und dort und dort. Das sind unsere Stützen. Jetzt brauchen wir noch Linienlager, auch die wollen wir gelenkig setzen, haben wir hier entlang der Wände anzubringen. Und damit haben wir das auch erledigt. Ja, die Fundamente bzw. die Auflage sind da, die Lasten sind da. Ich habe hier auch, wie Sie sehen, die geteilten Flächenlasten eingestellt, weil das ist wichtig zu wissen. All das, was man sieht, wird berechnet mit der entsprechenden App, mit der Sophistic Analysis and Design App. Ja, wir können also nun unsere bisher geleistete Arbeit kontrollieren lassen. Wir sind in der Sophistic Analysis and Design App und hier gibt es als erstes die Systemprüfung. Diese überprüft, ob wir eben das analytische Modell korrekt hier verbunden haben, ob es geometrische Inkonsistenzen gibt. Wir können sogar die kinematische Stabilität überprüfen lassen. Das erfolgt jetzt hier. Und wir haben alles richtig gemacht. Herzlichen Glückwunsch, keine Fehler gefunden. Dann können wir das ganze System also direkt mal rechnen lassen, wenn wir möchten. Dazu gehen wir hier auf die Projekteinstellungen. Wir müssen uns noch für eine Norm entscheiden. Ich wähle die EU-Norm mit dem deutschen Anhang.
und bestätige das. Und ja, wir lassen es einfach direkt mal rechnen. In einem nächsten Video werde ich dann das Ganze noch ein bisschen ausführlicher erklären, was jetzt hier möglich ist. Aber Sie sehen, die Berechnung ist schon fertig und wir können das Ganze uns mal anschauen. Das System ist also entsprechend vernetzt worden. Wir sehen hier die Visualisierung in der Sophistic Software. Wir sehen die Auflage und wir können hier entsprechend nachvollziehen unsere Lastfälle, die wir angelegt haben, Eigengewicht. Dann haben wir hier diese Erddrucklast, kann man schön erkennen. Und dann eben diese Flächenlasten, die aus der schachbrettartigen Belastung rühren, kann man auch sehr schön die Plausibilität prüfen und sehen, dass das offensichtlich richtig ist, dass das, was wir gemacht haben, korrekt war, zumindest mal auf den ersten Blick. Und last not least, damit beende ich hier das Video. Wollen wir hier noch kurz reingucken? Wir können uns also über diesen Anzeigen-Knopf hier die Ergebnisse anschauen. Will ich noch nicht ins Detail gehen, aber wir können hier zum Beispiel mal das Netz einschalten und wir sehen also in Revit, wir haben Revit nicht verlassen, wurde das System vernetzt und berechnet. Das soll es gewesen sein. Im nächsten Video werden wir uns dann ein bisschen ausführlicher mit der App Analysis and Design hier auseinandersetzen. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.